14. in Teheran ist. Das war doch der Termin, ja? Dann stelle ich Ihnen über die üblichen Frachtkosten hinaus eine Prämie in Rechnung. Ja, ein Wagen München-Teheran kostet 15.000, wir brauchen zwei, das sind 30.000. Und für die Einhaltung des Termins eine Prämie von 10.000? Ja? Ja, okay. Ich schicke Ihnen dann sofort einen Mann hinüber, damit er sich die Sache ansehen kann, damit wir wissen, wie wir verladen können. Okay? Ja? Dann ist die Sache von mir aus perfekt. Ja? Ach so. Ja. Ich schicke Ihnen dann den Auftrag hinüber. Ja, danke. Wiederhören. Dann kannst du den Auftrag ausschreiben. Und 10.000 Prämie als Terminunterschreitung. Aber das ist ja wunderbar. Wenn wir das Ding einen Tag später abliefern, zahle ich Konventionalstrafe. 2.000 Mark am Tag. Wer fährt denn überhaupt? Grund und Schröder natürlich. Nee. Was? Die können nicht fahren. Sind beide krank? Ganz plötzlich. Ja, aber heute Morgen... Da waren sie noch ganz munter. Und dann sind sie ins Elvira-Stübchen gegangen. Da müssen sie sich mit irgendwas angesteckt haben. Bei mir sind gleich drei Leute weg. Auch krank. Die sind jetzt schon in Österreich oder sogar Jugoslawien. Wieso denn? Immer wenn irgendein Überführungsunternehmer einen Auftrag kriegt, sagen wir mal, 200 neue Laster nach Persien zu bringen, dann sucht der Fahrer, wo er kann. Er kriegt nämlich umso mehr Geld, je schneller die 200 Dinger unten sind. Ja, und dann kommt er hierher, wo immer alle Fahrer sind, und redet mit ihnen. Ist ein schneller Job. Er gibt ihnen 2.000 auf die Hand und in 11 oder 12 Tagen sind sie wieder da. Gerade so lange, wie eine normale Grippe dauert. Ja, so lange kann ich nicht warten. Ich habe eine Terminfracht angenommen. Das waren meine beiden letzten Fahrer. Dann wird ja wohl nichts draus. Bei 2.000 Mark Konventionalstrafe am Tag? Wissen Sie, wie lange es da noch dauert, bis ich pleite bin? Keine Woche. Da ist Ihnen das Hemd aber verdammt kurz geworden, was? Aber ich hab's noch an. Sie sehen sicher nicht schlecht aus. Ohne Hemd. Wenn der Transport am Montag nicht raus ist, können Sie sich davon überzeugen. Mit Vergnügen. Ah, der schlaue Max. Mensch, du kommst wie gerufen. Ich komm immer wie gerufen. Lass dich an die Nase fallen, das bringt Glück. Na, was ist denn los? Komm, komm, komm. Bist schon ganz eingerostet. Oh, das ist ja unsere kleine Katze. Das Pussycat. Wo ist denn die Frau Mittermann? Franz! Schön, dass du da bist. Hat alles geklappt? Ist irgendwas passiert? Nein, überhaupt nichts. Was ist das? Ach so, ja, da ist ein Reifen abgebrannt. Um Gottes Willen, was hast du denn gemacht? Ich bin weitergefahren, was denn sonst? Und wieso ist denn der Eis gelaufen? Weiß ich. Die Backen zu scharf eingestellt oder der Belag hat sich gestaucht. Da muss Maxin mal nachgucken, Maxin. Ja, und wo ist das passiert? Auf der Rennstrecke. Was machst denn du auf der Rennstrecke? Ich bin bei Rosenheim runter von der Autobahn, weil sie völlig verstopft war. Ich zucke so ganz gemütlich vor mich hin, da sehe ich schon den ersten an mir vorbeifliegen. ADAC-Pokal, ne? Ja, morgen. Guck ich mir an. Was willst denn du beim Straßenrennen? Rennfahrer will das angucken. Wie? Den Rennfahrer will das angucken. Also jedenfalls, der Reifen war abgeflogen. Ich hatte meinen Wagen gerade so zum Stehen gekriegt. Da sehe ich schon aus der Kurve den nächsten auf mich zukommen. Mit 160, Mensch, ich sehe aus wie ein Schwein, du, danke. Mit 160 direkt auf mich zukommen. Im Geiste sah ich schon die Blechteile fliegen. Ich, volle Deckung, ab in den Straßengraben. Und der kachelt haargenau zwischen meinem Wagen und einem Holzstapel in der Mitte durch.
Da hätte kein Blatt Papier mehr zwischengepasst. Wie heißt der? Willers. Und an seinem Wagen kein Schrammelpuss. Griechenland. Vielleicht ziehst du auch bald deine Blechteile durch den Tagierpass. Und schießt mit deinem 30-Tonner haarscharf am Abgrund vorbei. Gibt's eine neue Fahrt? Wie heißt denn der mit Vornamen? Wer? Der Willers. Günther, warum? Ja, und sonst hat alles geklappt? Von mir aus schon. Nur an der syrischen Grenze habe ich 2 Tage verloren, weil die Papiere nicht in Ordnung waren. Ja, wieso denn? Dein Übersetzer hat in die Karnes geschrieben, dass ich Steinplatten geladen habe. Und als die Zöllner rauskriegten, dass ich Stahlplatten drauf hatte, witterten die gleich Unrat. Ach, dann habe ich mir noch einen Syrier aufgetrieben und der hat den ganzen Quatsch dann wieder zurückübersetzt. Und dann habe ich denen das erklärt und erklärt. Und dann hat es 2 Tage gedauert, ehe sie es mir endlich geglaubt haben. Ach du grüne Neune. Tja. Und wie geht's euch? Ja, nicht besonders. Wir sitzen nämlich in der Tinte. Grund und Schröder sind abgehauen. Mit irgendeinem Überführungskonvoi nach Bagdad. Das ist doch schön, dass die beiden trüben Tassen endlich weg sind. Ja, ich habe nur eine Stunde vorher eine Terminfracht nach Teheran angenommen. Mit Sonderprämie. 10.000. Und 2.000 Mark Konventionalstrafe am Tag. Fahr ich? Das sind aber 48 Tonnen, dafür brauche ich 2 Wagen. Ah. Und für den 2. Wagen habe ich keinen Fahrer. Heute ist der 27. Ja. Am 1. müssen die Wagen raus sein, alle beide. Ich kann ja fahren. Nee, Mäxchen, da fahre ich lieber selber. Wenn der Transport nicht um 14 in Teheran ist, bin ich pleite. Annette kriegt noch 2 Wochen Lohn von mir. Das macht doch nichts. Ich kann auch bis nächste Woche warten. Also, wir brauchen einen 2. Mann. Auf Gedeih und Verderb. Nehmt doch den Willers. Wen? Kennst du den? Der ist vorher bei Sengle gefahren, bis er rausgeflogen ist. Oder gegangen. So genau weiß ich das auch nicht mehr. Ja, was soll ich denn mit dem Rennfahrer auf meinem Lastwagen? Ach, ist doch kein Rennfahrer. Der möchte nur gerne. Ich hab dir doch gesagt, ich fahr nicht mehr. Ein für alle Mal. Und ich meine das auch so. Aber so einen Job gibt man doch nicht einfach auf. Da muss man doch einen Grund haben. Ich meine. Ah, du glaubst das auch schon? Was glaube ich? Dass ich den Sengle damals beschissen haben soll. Und deswegen nicht mehr fahre. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Stell dich doch nicht doof. Du weißt genau, wovon ich rede. Auch ein Bier? Ja. 2 Bier. Ich bin damals in der Türkei von Interpol verhaftet worden. Wegen Betrug. Ich soll die ganze Ladung verkauft haben und dann in meine Tasche. Das hat zumindest der Sengler ausgesagt. Da bin ich 43 Tage im türkischen Knast gewesen. Wenn du weißt, was das heißt. Ja. Als ich dann nach Deutschland gebracht wurde, hatte ich die Schnauze voll. Und der Sengler? Der hatte natürlich die Ladung verkauft. Damit er sich absetzen konnte, hat er mich erst mal zum Fenster rausgehängt. 43 Tage. Nee, nee, ich will mit Spediteur nichts mehr zu tun haben. Sind alles Gangster. Da hast du recht. Aber du übertreibst auch. Wenn ich den noch mal zu packen krieg. Wenn du jetzt nicht weiterfährst, dann sieht's doch aus, als wäre wirklich was dran. Etwas bleibt immer hängen. Aber wenn ich weiterfahre, mein Lieber, dann bleibt eines Tages noch mehr hängen. Du kannst doch so einen gut bezahlten Job nicht einfach an den Nagel hängen. Hier verdienst du doch die Hälfte. Nicht mal. Wenn ich gewinne, schon. Aber du gewinnst doch nicht. Wart ab bis morgens. Du hast mit dem Wagen keine Chance. Der bessere Fahrer setzt sich immer durch. Glaubst du das wirklich? Als du vorhin auf der Strecke warst, habe ich mit den anderen Typen mal über ihre Rundenzeiten gesprochen. Welche hast du? 3.3.32. Dann siehst du. Was siehst du? Na, die haben 3.1.00. Alles nur Trainingszeiten. Alles nur die besseren Autos. Die ihre Papis ihn gekauft haben, ja. Aber vom Fahren haben sie keine Ahnung. Hier. Pass mal auf.